Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer, jetzt. Was ist denn deine liebste Reisemöglichkeit nach Berlin? Ist es Zug, wie mal wie jeder Politiker seit anderthalb Jahren in seinen Instagram-Accounts Glauben machen will? Oder? Da ich keinen Führerschein habe, ist es immer der Zug. Okay. Also, oder ich fahre 80 Mal im Jahr mit Bussen nach Berlin auf Tagesfahrt. 40 mit Schülern und 40 mit freilaufenden Bürgern. Okay. Wie viele Leute sind das im Jahr? 4.000, 4.500. Das sind schon mal sichere Wähler, oder? Also gehe ich von aus. Also du suchst sie schon eher aus Mitte aus. Also wenn ich aus Altona, ich kriege keine Einladung. Nee, ich mache das so, wir machen so Inserate in Wochenblättern oder im Abendblatt. Ehrlich? Und die melden sich aus ganz Hamburg, aber jeder kennt ja jeden irgendwo auch in Hamburg. Ja. Also ist ungefähr 60% kommen aus dem Wahlkreis, der Rest aus Rest Hamburg und umzu. Okay, sehr schön. Wie viel deiner Instagram-Posts postest du denn selbst? All of them. Alle? Facebook, Twitter, Instagram. That's me. Okay, toll. Also dir können solche Sachen nicht passieren wie bei Frau von der Leyen, wo dann letzte Woche das Team schreiben muss, Frau von der Leyen war in einer wichtigen Sitzung und deswegen haben wir es geschrieben, weil die haben sich in der Begrifflichkeit zu den Hanau-Vorfällen ein wenig vergriffen. Okay. Hast du nicht mitbekommen? Habe ich nicht mitgekriegt, aber ehrlicherweise, ich hatte Wahlkampf, da kümmert man sich nicht um Sachen außerhalb von Hamburg. Wie viele Leuten folgst du denn und wie viel und welchen guckst du genauer mal so in den Kanal rein? Ich mache meine Sachen. Und was für mich so reingespült wird, gucke ich mir halt so Gibt's an. Gibt es keine Lieblings-Twitterer oder so? Jetzt wäre die Gelegenheit, mich zu nennen? Nein. Ja, siehst du? Nee, gibt es da welche? Oder guckst du deinem Generalsekretär immer mal Mein Generalsekretär gucke ich selbstverständlich ab und zu mal zu, weil er macht das gar nicht ganz nett. Und bei Olaf Scholz weniger, weil du weißt, er schreibt es eh nicht selbst. Machen eh seine Leute. Aber ich gucke nie, sondern es wird mir immer die Timeline gespült. Ja. Also ich gehe immer meine Timeline mal rauf und runter, was gerade aktuell ist. Wie oft am Tag? Hast du auch so einen Zähler im Handy? Nein. Okay, ich habe das ja begrenzt auf eine Stunde und meistens... ist dann mittags, muss ich es dann freischalten. Nein, das probiere ich gar nicht erst. Ich mache das immer dann, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. In der Bahn, im Bus, auf der Toilette, in langweiligen Sitzungen. Toilette und langweilige Sitzungen sind bei dir ungefähr das Gleiche.